Was sind schriftliche Befehle? Das klingt sehr militärisch. Ja? Wir gehen heute nochmal ins Eingemachte, das wird sehr betrieblich. Und erst hätte ich gedacht, dass ich über schriftliche Befehle nicht sprechen darf. Bis ich einen Wikipedia-Artikel gefunden habe, in dem ein schriftlicher Befehl original erklärt wird. Mit Bild. Ja? Also von dem her kann ich da auch drüber sprechen. Das Bild bei Wikipedia ist natürlich nicht sehr aktuell. Ne? Das ist ein alter Befehl. Deswegen dürfen die das wahrscheinlich machen. Deswegen kann ich euch leider auch keinen Originalbefehl zeigen. Aber ich kann euch hier diese Mappe zeigen, in der die schriftlichen Befehle drin sind. Sonstige Vordrucke, Befehle. So, also, was ist aber ein schriftlicher Befehl? Nun, das ist eine Art, wie ich dem Lokführer, also mir, Aufträge erteilen kann, die er zu machen hat, außerhalb seiner üblichen Aufgaben. Wenn Unregelmäßigkeiten sind, wenn ich zum Beispiel einen Bahnübergang zu sichern habe, weil er defekt ist, oder wenn wir an einem Signal vorbeifahren wollen, was nicht auf Fahrt zu stellen geht, oder wenn Personen im Gleis sind und man vorsichtig fahren muss, auf Sicht fahren muss, oder die Oberleitung beobachten muss, oder links fahren muss, oder ach, es gibt ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Situationen, wo man den Lokführer einfach einen Auftrag übermitteln muss, und das macht man mit Hilfe eines schriftlichen Befehls. So, wie funktioniert das? Die erste Möglichkeit ist sehr einfach. Der Fahrdienstleiter kommt an und gibt ihn mir. Hallo, hier ist er. Ne? Da gibt es so einen Durchschlag, ne? Es wird unterschrieben, ich gebe ich dem Fahrdienstleiter zurück und dann haben beide den gleichen Befehl. Er hat die Kopie, ich habe das Original, stehen Namen drauf und so weiter, das ist alles sicher und dann geht's los. So, aber die Fahrdienstleiter sind immer weniger vor Ort. Die sind zentralisiert oftmals in irgendeinem Stellwerk in irgendeiner Stadt in Deutschland. So, wie machen wir es da? Da kann er ja nicht einfach vorbeikommen, aber er könnte mich anrufen. Ja, Zug 4237, guten Tag. Ja, es gibt einen Befehl. Dankeschön. Also, dann machen wir das Befehlsdiktat über den Zugfunk. Muss dazu natürlich stehen, ne, irgendwo. Wenn er mich anruft und sagt, es gibt einen Befehl, sage ich, ja, ist klar. Wenn ich stehe, rufe ich dich zurück. So. Was ist sehr wichtig beim Befehlsdiktat? Nun erstmal, wer ich bin. Ja, und wo ich stehe. Ja, also ich bin Zug 4237 und stehe vor dem Signal A, X, Z, ne? Oder ich stehe im Kilometer 35,7. Ja, müssen wir ja abgleichen, nicht, dass er dem falschen Zug einen Befehl diktiert. Das wäre die Katastrophe. Stellt euch vor, er diktiert einem Zug einen Befehl, an einem Signal vorbeizufahren und meint aber einen ganz anderen. Dann fährt irgendein Zug los. Ja, das ist scheiße, das machen wir nicht. Also, wer sind wir? Wo stehen wir? Müssen wir abgleichen. Okay, dich will ich. Alles klar, du kriegst von mir einen Befehl. Ne? So, und dann wird diktiert. Ja? Der Fahrdienstleiter diktiert mir, was ich zu schreiben habe. Ne? In dem Befehl sind offene Felder, da kann man was ergänzen. Da gibt es Sachen zum Ankreuzen. Da gibt es freie Felder zum was reinschreiben. Das diktiert er mir alles. Der sagt zum Beispiel, kreuz mal Nummer 5 an. Ja? Ich sage jetzt mal was Falsches. Damit man keine Rückschlüsse ziehen kann auf einen echten Befehl. Also, kreuz mal Nummer 5 an. Du musst, Sie müssen vor Bahnübergang in Kilometer 37,4 anhalten. Sie dürfen weiterfahren, wenn der BÜ gesichert ist. Das könnte der zum Beispiel diktieren. So, und wenn er fertig ist mit Diktieren, sagt er so, jetzt wiederhol mal. Dann muss ich alles, was ich aufgeschrieben habe, nochmal vorlesen, nochmal wiederholen. Zug 4237, im Gleis so und so. Na? Nummer 5 ist gültig gemacht. Sie müssen vor Bahnübergang 37,4 anhalten, wenn dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist. So, und dann sagt er, jawohl, ist richtig. Und dann wird der letzte Teil ausgefüllt. Dann werden Namen getauscht, Ort und Datum und Uhrzeit und irgendwas angekreuzt. Codes werden ausgetauscht. Und dann ist der Befehl gültig. Und dann haben beide auch den gleichen Befehl, ne, mit dem Namen. Er bei sich, ich hier. Und dann fahre ich los. Und dann arbeite ich den ab. Je nachdem, was zu tun ist. Ne. Wenn es ein Bahnübergang ist, halte ich halt davor an. Dann sichere ich den, fahre ich weiter. Dann habe ich einen Befehl abgearbeitet, durchstreichen, weglegen. So funktioniert das mit dem Befehl. Deswegen, mit diesem Befehl kann man viel Scheiße machen. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass man hier wirklich aufpasst, was man schreibt, was man ankreuzt, wer man ist, mit wem man es da zu tun hat. Ja? Das darf man nicht so einfach mal so machen. So, und dann muss man sich den auch so hinlegen, dass man den auch sieht, dass man auch daran denkt, den abzuarbeiten. Ja? Nicht, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mir fehl, ich gehe jetzt hier hin und fahre los. Und dann kommt der Bahnübergang, den man zu sichern hat, und dann fällt einem ein, ach ja, den sollte ich hier sichern. Schade, ich schaff's ihm jetzt mal nein. Bumm. Scheiße, ja? Also nehmt das ernst.
Was sind jetzt also schriftliche Befehle? Nun, es ist eine Möglichkeit, wie ich dem Lokführer schriftlich Aufträge übermitteln kann, die er dann abzuarbeiten hat bei Unregelmäßigkeiten. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Ja? So, wenn ihr dazu noch Fragen habt, bitte nicht zu intern, dann aber gerne in die Kommentare. Okay, tschüss!